einkaufen gehen für viele Pflichtprogramme oder sogar Anlass einer Reise. Auch ich gehe gern einkaufen in fremden Städten oder Ländern, um zu sehen, was es da anderes gibt als bei uns, einfach aus Neugierde. Allerdings versuche ich dabei sparsam zu sein. Sparsam nicht nur für meinen Geldbeutel, sondern auch um unnötigen Konsum zu verhindern. Das heißt, bevor die Shoppingtour losgeht, recherchiere ich ein bisschen, was es für Labels und Geschäfte gibt, die es bei mir nicht gibt. Und mach mir einen kleinen Plan, was ich mir tatsächlich anschauen möchte. Natürlich sind dabei auch Einkaufszentren, die sich einfach von der Architektur lohnen. Ich denke da zum Beispiel nur an das Lafayette in Paris oder bei uns hier in Berlin das KDW. Was ich mir in Montreal rausgesucht habe, beziehungsweise wozu ich mich habe hinreißen lassen, nicht nur geschäftemäßig, sondern was ich auch wirklich mitgenommen habe, zeige ich euch jetzt. Im Prinzip habe ich die St. Catherine Street, die direkt hinter unserem Hotel lag, sehr verführerisch, als die Shoppingstraße ausgemacht, an der viele kleine Geschäfte liegen, große Marken. Und ich habe mich sozusagen von einem Ende bis, naja, ans andere Ende durchgearbeitet. Mein erster Stopp war bei Pharmaprix. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Douglas und Sephora, würde ich jetzt mal sagen. Also sie haben sowohl ganz einfache Pflegeprodukte und so Drogeriemarktkosmetik, aber auch die High-End-Sachen. Und ich habe mich so für eine ganz bestimmte Marke interessiert, nämlich Nude by Nature. Ich glaube, ich habe euch von denen schon mal einen Bronzer gezeigt. Das ist eine australische Marke. Ja, ich weiß, das stellt jetzt wieder alles in Frage, was ich gerade gesagt habe. Aber bei uns in Deutschland kommt man da noch schwerer dran als in Kanada. Und ich dachte mir, bevor ich irgendwas bestelle hier in Deutschland und es dann wieder zurückschicke, schaue ich mir da die Sachen an, wenn ich die Chance dazu habe. Wie gesagt, den Bronzer kannte ich schon und ich hatte mir aufgeschrieben, ich hätte gerne eine Mascara, weil ich immer noch eine schöne, braune Mascara suche, die mir beim Sport nicht runterbröselt, und auch die Foundations und so, ja, BB-Creams wollte ich mir unbedingt angucken. Gekauft habe ich mir dann am Ende tatsächlich einen Lippenpflegestift, der so die Form von einem Lippenstift hat und aber ordentlich pflegt, weil ich bin immer jemand, bei dem landet der Lippenstift grundsätzlich und immer auf den Zähnen, und die habe ich so eine Pflege, die ein bisschen mehr Farbe hat als nur so eine getönte Lippenpflege. Ja. Und dann habe ich mir noch die Mascara gekauft, wobei ich hier leider schon sagen muss, dass ich glaube, dass da irgendwas drin ist, was ich nicht so richtig vertrage, weil mir die Augen am Ende des Tages ziemlich... die Augen am Ende des Tages ziemlich jucken. Mein nächster Stopp war Lululemon. Wir haben in Berlin eigentlich einen Lululemon Store, beziehungsweise ich glaube sogar zwei. Allerdings sind in Kanada durch den Wechselkurs die Klamotten wesentlich günstiger. Und wer schon mal bei Lululemon war, ich schwärme sowohl von Gymshark als auch von den Lululemon Leggings immer, weiß, dass die Sachen bei Lululemon echt ins Geld gehen. Und da wollte ich mir natürlich die Chance nicht entgehen lassen, wenigstens mal zu gucken, ob ich vielleicht noch eine Leggings finde. Weil die Leggings von Lululemon, die ich schon habe, die habe ich mittlerweile, glaube ich, schon seit 6, 7 Jahren und die halten wirklich unglaublich gut. Und da dachte ich mir, ich schaue mal, ob ich da noch was finde. Ich hätte fast einen Sport-BH mitgenommen, aber da habe ich mir gerade hier in Deutschland einen bzw. zwei neue gekauft und dachte mir, okay, das brauche ich dann nicht machen. Und ein T-Shirt habe ich noch gesucht, weil ich auch da von den Lululemon T-Shirts wirklich sehr, sehr überzeugt bin. Der nächste Halt war der Indigo Bookstore. Den hatte mir von euch jemand empfohlen als ein Buchladen, der nicht nur Buchladen, sondern auch so Eventort ist. Würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Und so war es auch tatsächlich. Also die haben Bücher natürlich ohne Ende gut sortiert, aber auch tolle Papeterie-Sachen. Und was ich sehr, sehr schön fand, in der oberen Etage auch ein Café mit Pianobegleitung. Also da saß tatsächlich jemand am Piano und hat so ein bisschen Musik gemacht. Und das ist da wohl auch öfter so, dass nicht nur Piano, sondern auch unterschiedliche Bands oder so da mal spielen. Also den Shop kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Hier habe ich tatsächlich nichts mitgenommen. Ich habe mich zusammengerissen und alle Bücher und vor allem auch Papeterie-Sachen stehen gelassen, weil ich genau wusste, Koffer schwer mitnehmen, zurück wird schwierig. Dann hat mir noch ein Kollege von Stefan das Centre Eaton Montreal empfohlen. Leider muss man dazu sagen, dass auf der gesamten Shoppingstraße und auch in diesem Shopping Center Baustelle war. Also die Straßen waren aufgerissen und auch dieses Center wurde gerade umgebaut. Die machen das immer so stückchenweise, das heißt, man konnte reingehen und natürlich auch die Geschäfte besuchen, aber so einen richtigen Eindruck von dem, wie es werden sollte, habe ich leider nicht bekommen. Allerdings waren hier zwei Geschäfte, die ich
unbedingt besuchen wollte, nämlich einmal Aritzia. Ich dachte mal, das heißt Aritzia. Das kannte ich aus so Vlogs von kanadischen Mädels, denen ich folge. Und ja, das ist ein Klamottenladen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich ja eigentlich gerade versuche, auf Fair Fashion umzusteigen. Aber ich dachte mir so, wenn ich die Chance habe, gucke ich da zumindest. Ich habe mir vorgenommen, allerhöchstens einen Teil mitzunehmen. Und wie gesagt, auch wieder was, was ich jetzt so in der Art nicht unbedingt in Deutschland finden kann. Und der zweite Store war Sephora. Auch den haben wir eigentlich hier am Alexanderplatz. Allerdings haben die wegen wahrscheinlich deutschen Regulierungen nur ein ausgewähltes Sortiment. Und hier in Kanada war natürlich die Auswahl gigantisch riesig. Zu Sephora wollte ich eigentlich auch nur gehen, um mal so zu schauen, was es gibt, was es so für Produkte gibt, die ich irgendwo schon mal gesehen habe auf YouTube oder sonst irgendwo, wo ich mir dachte, die will ich einfach mal testen, anfassen, fühlen. Und ich war sehr überrascht, dass sogar Sephora mittlerweile Naturkosmetik oder zumindest naturnahe und tierversuchsfreie Kosmetik im Eingangsbereich aufgebaut hatte als ihr Highlight. Das waren leider alles Produkte, die sehr kostspielig sind, und da ich im Moment eigentlich sehr, sehr gut versorgt bin mit meinen i+M Produkten und von Pixi habe ich auch gerade wieder eine Ladung Pflege bekommen, dachte ich mir, okay, das kann ich da lassen, aber natürlich habe ich da trotzdem es genossen, mich einmal durchzuprobieren. Fast hätte ich mitgenommen einmal so Bräunungstropfen, die man sich mit in seine Pflege mischen kann. Allerdings habe ich mir auch gedacht, brauche ich das wirklich? Das heißt, da bin ich wirklich rausgegangen und habe nichts mitgenommen, habe einfach nur dieses Einkaufs-Umschau-Erlebnis genutzt. Oder genossen eigentlich. Der letzte Stopp war tatsächlich unter dem Motto Fair Fashion bzw. Secondhand. So viele von euch haben mir schon gesagt, ich soll mal probieren, auch Secondhand einzukaufen, weil das natürlich auch eine super Variante ist, um die Umwelt zu schonen, indem man Klamotten, die bei jemandem aussortiert worden sind, quasi das Leben noch verlängert, sodass sich der Aufwand, der in der Klamotte drin steckt, noch weiter lohnt, noch mehr ausbezahlt. Und ja, da hatte ich in den Videos von Consider Cologne, glaube ich, gesehen, dass die in dem Secondhand-Shop von Eva B. waren. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mit dem gerechnet, was ich da vorgefunden habe. Es ist ein super freakiger Laden, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall große Empfehlung. Geht dahin, wenn ihr in Montreal seid. Schaut euch das Ganze an. Das ist einfach ein Spektakel. Drin darf man eigentlich leider nicht wirklich filmen. Aber das ist einfach, man sieht schon von außen sehr bunt und es hängt so eine Schaufensterpuppe irgendwie oben aus dem Fenster, die mich total an Michael Jackson erinnert hat. Hat nur das Baby auf dem Arm gefehlt, was aus dem Fenster gehängt wird. Und ja, ist alles mit Graffiti und so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also irgendwie cool und lässig. Man muss am Eingang seinen Rucksack abgeben und hat dann auf der einen Seite einen Bereich, wo wirklich die ganzen Secondhand-Klamotten sind, wo wirklich alles findet. Ich habe kurz gezögert bei einem Wildlederrock, den es da gab. Und auf der anderen Seite habt ihr so Kaffee in die Richtung mexikanisch. Und das war auch schon meine kleine Shopping-Tour. Ich verlinke euch wieder alle Geschäfte unten in der Infobox. Wie gesagt, Eva B. kann ich euch als Sehenswürdigkeit schon empfehlen. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!